Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus meinem Angezockt-Bereich. Und zwar gucken wir uns diese Woche ein Renovierungsspiel an, sag ich mal. Und zwar hatte sich komisches Punktieren bei mir auf dem Discord die App House Designer Fix and Flip gewünscht. So vom ersten Blick würde ich sagen, dass es so eine Art Hausflipper ist. Das kennt vielleicht der ein oder andere von Steam. Das hier ist jetzt eine kostenlose Mobile-App. Und so sieht das aus, wenn man hier reingeworfen wird. Man hat nur so einen ganz kurzen Ladescreen, muss das Spiel nicht starten, sonst und nichts. Mit der rechten, auf dem rechten Bildschirmrand können wir uns umgucken. Ah, links ist ein Joystick. Okay. Gehen wir mal rein in die schäbige Hütte. Nehmen Sie Müll. Haben wir irgendeine Aufgabe? Hier unten links ist ein Tablet. Was haben wir denn hier? Grundbesitz. Einstellungen. Wir können auch Geld dafür ausgeben, dass hier das gemacht wird. Ich weiß jetzt gerade nicht so wirklich, was unsere Aufgabe jetzt hier erstmal ist. Gut, klar. Erstmal würde ich sagen, sammeln wir den Müll auf. Oder ein. Meine Güte. Tja, das ist ja... Juhu. Nicht sehr lecker hier. Oha, oha. Ja gut, also wir räumen hier erstmal den ganzen Mist auf, den der Vormieter offensichtlich hinterlassen hat. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir dann vielleicht eine Aufgabe bekommen, wenn wir das hier abgeschlossen haben. Kann ja sein. So. Haben wir hier auch noch was? Ja, da haben wir auch noch was drin. Jo, jetzt mit den Schuhen über das Bett. Naja, gut. Das Bett ist so siffig. Also ich würde hier generell in der Wohnung überhaupt nicht leben wollen. Geschweige denn in dem Bett noch schlafen. Das ist ja ekelig hier. Guck mal, hier alte Röhrenfernseher. Aber hier so Europaletten. Europaletten und diese Boxen hier, diese Holzkisten. Damit kann man aber noch was machen. Kennt ihr diese Upcycling, diese Videos dazu, was man so aus alten Sachen noch machen kann, wie man die noch weiterverwerten kann? Gibt es ja YouTube-Kanäle, gibt es mittlerweile im Fernsehen. Gibt es ja auch schon ganze Sendungen zu. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Also alles, was da gemacht wird, gefällt mir nur auch nicht. Aber da gibt es schon einige Sachen, die finde ich eigentlich ziemlich cool umgesetzt. Wie gesagt, nicht alles, aber durchaus ist da das ein oder andere bei. Hier auch gerade so Holzbretter. Die kann man wunderbar, wenn man die vielleicht nochmal so ein bisschen abschleift, kann man die wunderbar auch noch weiterverwenden. Das ist ja sowieso auch in Mode, diese Palettenmöbel, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, wenn man so eine Europalette kaufen will, das ist nicht günstig. Eine Europalette, die ist ziemlich viel, also kostet ziemlich viel. So, müssen wir jetzt hier... Ja... Müssen wir mal gucken. Also ich mache jetzt hier erstmal das Haus rundherum sauber noch. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Kopfhörer drin. Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant, mal zu hören. Mal zu hören, was der Ton so sagt. Moment. So. Haben wir überhaupt Ton? Doch, wir haben Ton. Hätte mich ja jetzt auch gewundert, wenn wir gar keinen Ton gehabt hätten. Okay, jetzt müssen wir hier drinnen weitermachen. So, ich bin echt mal gespannt, wie sich das jetzt hier noch rausstellt, wie das Spiel dann so, wie der Ablauf ist. Da bin ich echt, echt neugierig.
So. Hier die Wand noch sauber, da oben die Wand noch sauber machen. Hier oben, wie kommen denn da solche Flecken hin? Das sieht aus, als ob jemand im Schlamm gespielt hätte und dann sind da irgendwie so, wie so Fußspuren an der Wand. Was zur Hölle? So, jetzt ist aber hier eigentlich... Nee, da ist noch Dreck. Noch was. Hier hinter der Tür. Unmöglich. Unmöglich müssen wir auch noch die, kann man nicht platzieren hier. Aber da. Weil meine Idee war jetzt, ob wir womöglich sogar die Sachen hier noch so ein bisschen von der Wand wegstellen müssen, dass dahinter vielleicht auch noch Dreck sein könnte. Wirkt jetzt aber erstmal nicht so. Ja, also was ist denn jetzt hier unsere Aufgabe? Was ist denn hier unsere Mission? Sie müssen etwas Farbe zu bekommen. Das ist natürlich auch bestens hier, bestens. Das hier geht wahrscheinlich auch nur, wenn wir Material dafür haben. Oder müssen wir jetzt hier diese Löcher, warte mal. Ja, wir brauchen Kit. Die ganzen Sachen, die würde ich mal gerne verkaufen. Die sind so schäbig. Es ist halt nur die Frage, was machen wir denn dann? Das ist ja das... Ich weiß jetzt nicht, was hier die Aufgabe ist, wie gesagt. Ob man jetzt hier wirklich erstmal ein Haus komplett renovieren muss. Die Türen sind auch übelst schäbig. Also wir verkaufen erstmal alles hier, weil das ist ja... Pui. Genauso auch die Fenster. Also hier, was haben wir hier noch? So ein Türrahmen. Beziehungsweise das ist ja auch eine Tür. Das kannst du doch so keinem anbieten wollen hier. So, okay. Jetzt bräuchte ich ja mal Kit. Ah, hier. Die Installation neuer moderne Möbel ersetzt die alten. Ach, das ist wahrscheinlich mein Haus. Jo, das war gerade meine Bruchbude, die ich hier gekauft habe. Ja, dann ist das Spiel tatsächlich 1:1 exakt genauso wie House Flipper aufgebaut. Dass wir hier unterschiedliche Aufgaben haben. Und ja, was haben wir denn jetzt hier? Oh ne, das wollte ich gar nicht. Das ist ja grandios hier. Nein. Was haben wir denn hier? Wohnzimmer mit der Küche kombinieren. Also kombiniertes Wohn- und Esszimmer scheinbar. Müssen ein Zimmer für Proben vorbereiten. Neue Eigentümer fordern, dass die Küche und die Zimmer für die erwachsenen Kinder... Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall Haustiere. Okay. Tierhandlung. Ui, wir können uns sogar auch eigene Tiere kaufen. Also das finde ich schon auf jeden Fall ganz cool.
Wie das jetzt aber genau ist, not enough money. Weiß nicht, wie wir hier an Dollar drankommen, weil die Münzen ja scheinbar hier Ingame-Geld. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Ich denke, das finden wir beim nächsten Mal raus. Gut, jetzt haben wir hier erstmal schon mal unser Haus aufgeräumt. Ich würde sagen, das reicht jetzt so für die erste Folge, für die erste Einführung. Weil jetzt noch mit einem neuen Haus anzufangen, ich denke, das macht nur begrenzt Sinn. Und da ich nicht weiß, ob ich in den Aufträgen abspeichern kann, würde ich dann lieber sagen, dann machen wir beim nächsten Mal so einen Auftrag und dann kümmern wir uns mal darum und gucken, ob wir unseren Kunden zufriedenstellen können. Also dann, danke fürs Zuschauen und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich persönlich finde es eigentlich ganz cool. Ich fand auch House Flipper nicht unbedingt ein schlechtes Spiel. Das fand ich eigentlich auch schon ganz, ganz cool gemacht. Und das hier ist natürlich eine schöne kostenfreie Variante für unterwegs. Also von daher, ich bin erstmal ziemlich guter Dinge und lass uns mal reinschauen beim nächsten Mal, wie es dann mit der richtigen ersten Renovierung so läuft, mit unserem ersten richtigen Auftrag. Ja, ihr könnt ja gerne schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Spiele mögt, so Makeover-Spiele. Ich persönlich finde es ganz cool. Ich habe ja auch in Sims immer gerne eingerichtet. Ich habe ja selber auch mal überlegt eine Weile, ob ich Innenarchitektin werde. Von daher ist das für mich eigentlich immer ziemlich interessant und ziemlich cool. Die Frage ist dann natürlich immer, wie begrenzt oder unbegrenzt sind die Möglichkeiten? Wie sehr kann man sich selber hier austoben und ausleben? Aber das werden wir dann noch rausfinden. Ich bedanke mich, wie gesagt, auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und die nächste Folge gibt es dann übermorgen. Bis dahin. Tschüss. To me, there's no maybe. There's only time for dreams even greater. I hear the call and I close my eyes to see even clearer. I see it all. I know that we can go higher if we keep our faith, if we keep our faith. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in me.